Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Film, Film, Film. Mit Larissa. Und Steven. Und dem Thema dieser Folge, One Location. Schön, dass ihr dabei seid und starten wir gleich durch mit Kurz erklärt. Das Thema der Folge, kurz erklärt. Bei den unendlichen Möglichkeiten, die die Filmwelt uns bietet, gibt es auch die, mal nicht aus dem Vollen zu schöpfen, sondern sich zu reduzieren. Die freiwillige Limitierung. In dieser Folge geht es um eine Reduktion im Bereich Location. Selten und originell, aber natürlich nicht neu. In der Filmgeschichte gibt es eine Reihe guter Beispiele mit einer freiwilligen Begrenzung der Location, von denen viele zu Klassikern wurden oder auf dem Weg sind, Klassiker zu werden. Zum Beispiel Alfred Hitchcocks Das Fenster zum Hof. Oder Die 12 Geschworenen von Sidney Lumet. The Thing, natürlich, von John Carpenter. Mein Essen mit Andre von Louis Malle. Und Buried von Rodrigo Cortes. Wir empfehlen euch heute drei Filme, die jeweils in einer Location spielen, die für viele noch nicht zu der Gruppe der Unvergessenen gehören, es unserer Meinung nach aber in Zukunft sollten. Und wir sind wieder zurück im Studio. Wir sind wieder da und können starten. Mit Film Nummer 1 und der ist The Guilty. Ort der Handlung von The Guilty ist eine Notrufzentrale in Kopenhagen. Der wegen eines Gerichtsverfahrens vorläufig hierher versetzte Streifenpolizist Asger Holm, gespielt von Jakob Cedergren, absolviert hier die letzten Stunden seiner letzten Schicht. Entnervt und unprofessionell nimmt Asger die Anrufe entgegen und das ändert sich erst, als eine junge Frau bei ihm anruft, die auf seine Fragen komplett zusammenhangslos reagiert und offenbar nicht frei sprechen kann. Vor Askers innerem Auge entrollt sich ein vielschichtiges Verbrechen, das er mit den begrenzten Mitteln, die ihm in dieser Notrufzentrale zur Verfügung stehen, zu verhindern versucht. The Guilty ist eine dänische Produktion und ist das Regiedebüt von dem dänischen Regisseur Gustav Möller. Der Film ist 2018 erschienen und das wirklich sehr gute Drehbuch ist eine Zusammenarbeit zwischen Gustav Möller und Emil Nygaard Albertsen und bildet eben mit dem auffällig guten Sounddesign die Basis des Films eigentlich. Und der Film startet auch gleich mit Sounddesign, also mit sehr gutem Sound. Und zwar beginnen die ersten paar Sekunden ohne Bild, rein auditiv und lassen einen gleich so ein bisschen die Sinne schärfen, dass man gleich weiß, okay, ich muss mein Gehör nutzen. Und ist dadurch auch eine sehr gute Einleitung in das, was eben später kommen wird, dass man sich darauf einlassen kann. Genau, das Sounddesign ist auch nicht nur rein praktisch Träger der Story, sondern einem wird wirklich was geboten. Ja, einfach durch super tolle detailreiche, sowas, ich würde es jetzt fast Nahaufnahmen nennen, ist natürlich im Bereich Sound total Quatsch. Also es sind hervorgehobene Aufnahmen, die lauter sind als im echten Leben und die Asger richtig ablenken von dem, was passiert, richtig anspringen, richtig bedrängen und bedrohen. Eigentlich vermeintlich total alltägliche Geräusche, wie zum Beispiel das Sprudeln und Zischen einer sich auflösenden Tablette in Wasser oder das Gluckern von einem Wassertank, einfach so tolle technisch unglaublich hochwertige Aufnahmen, ja. Super gut abgemischt. Ja, einen auch verführen, zuzuhören, ja. Und auch mega viel Emotionen transportieren. Was ebenfalls gut beim Ton ist, ist die deutsche Synchronfassung tatsächlich. Eigentlich, muss ich zugeben, bin ich ein sehr großer Fan von Filmen in Originalsprache, gucke auch eigentlich Filme nur in Originalsprache, aber bei dem Film dachten wir uns eben, dass wir es mal auf Deutsch gucken, um uns auch auf die Story ein bisschen zu konzentrieren, ja. Zu fokussieren, zu können und auf das innere Auge auch einfach. Ja, genau. Und eben nicht immer, sag mal, den Untertitel lesen müssen. Und da ist die deutsche Synchronfassung wirklich sehr, sehr gut gelungen. Nicht nur ist es super gut abgemischt und die Stimmen wirken gar nicht irgendwie raufgesetzt, sondern wirken, als wären sie wirklich Teil davon. Und auch sind die, da machen die SynchronsprecherInnen einen sehr, sehr guten Job beim Verkörpern dieser Rollen. Und vor allem eben bei Asger, den man ja im Prinzip ständig und die ganze Zeit sieht, auch in Close-Ups, hat der Synchronsprecher Matthias Klee, der ihn spricht, der übrigens auch jetzt aktuell Mads Mikkelsen viel spricht, der hat einen sehr guten Job geleistet, dass ich kurzzeitig eigentlich dachte, dass der Film deutsch ist, weil das so natürlich wirkt auch auf den Charakter und an sein Aussehen und so passt. Das war wirklich passt mega gut. Sehr, sehr gut gemacht. Auch eben in One-Takes, wo nur das Gesicht zu sehen ist und eben die Kamera auf ihn zufährt und er ihn eben dann spricht, in dem Fall Matthias Klee, fiel nicht auf. Sehr gut gespielt, sehr gut gemacht. Also, hey, Matthias, schaut aus, geh raus. Ja, The Guilty ist aber nicht nur hörenswert, sondern auf jeden Fall auch sehenswert. Und obwohl man natürlich für das Verständnis der Story das Bild theoretisch nicht braucht, weil wirklich alles geistig in der eigenen Fantasie abgeht, ist natürlich die Darstellung überhaupt nicht überflüssig und auf jeden Fall maßgeblich prägend des Films. Wie schon gesagt, Asger wird gespielt von
Jakob Cedric in, der einfach eine unglaublich gute Performance abliefert. Also der schafft es einfach, diesen komplett unsympathischen, auch eigentlich unfähigen Charakter, der sich nur unprofessionell die ganze Zeit verhält, so solide in seiner Art rüberzubringen, dass man ihm einfach vertrauen muss und dass man ihn trotz allem, obwohl man weiß, dass er da eigentlich gerade gegen Windmühlen rennt innerlich, ja, dass er halt einfach handlungskompetent wirkt. Ja. Und wie Stevie schon angemerkt hat, es gibt eben diese Long Takes, in denen er wirklich sehr lange in der Aufnahme zu sehen ist und das spielt er mit so einer Gelassenheit und Unbeeindrucktheit. Ja. Mit einer reduzierten Mimik, da gibt es mega viel im Detail zu gucken, was halt auch wieder zu dieser ganzen Reduktion passt. Auf das Gehör, auf das innere Auge, auch auf Feinheiten in dem Spiel. Neben dem Schauspieler kann man auch vielleicht kurz erwähnen, ist auch die Cinematography sehr interessant. Die ist von Jasper Spanning oder Spanning, ich weiß nicht ganz, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall musste dieser eben auch sehr kreativ mit Kameraeinstellungen etc. umgehen, denn er hatte ja nur einen Raum, in dem er eben den nutzen musste. Und das hat er auch sehr gut gemacht mit, wie gesagt, sehr eindrucksvollen und langen, schönen Nahaufnahmen, aber eben auch sehr teilweise mit sehr überraschenden Bildkompositionen und auch interessanten Lichtstimmungen, die er auch sehr schön macht. So ein sehr kaltes Licht, aber teilweise wird eben auch mit diesen roten Signal-Alarm-Leuchten gedöhnt, was eben aufblinkt, wenn ein Anrufer eingeht. Damit spielt er eben sehr und macht da sehr schöne Sachen draus. Also es ist eine sehr tolle Mischung aus Sound, Schauspiel, Licht, Bildern, allem drum und dran. Ja, ist einfach ein richtig guter Film und von dem steht tatsächlich jetzt ein Remake an, das gerade kürzlich am 10. September bei dem International Film Festival in Toronto seine Premiere gefeiert hat. Und als wir das gelesen haben, habe ich mich tatsächlich gefragt, was kann man hier noch besser machen? Was möchte man hier noch besser machen? Für mich wirkt das Ganze eher so, als ob jemand diese tolle Geschichte noch einmal machen möchte, um eine Audience zu erreichen, einfach weil vielleicht diese dänische Produktion weltweit nicht die Beachtung gefunden hat, die sie bestimmt verdient. Wir haben uns jetzt mal den Trailer angeschaut, der erste Eindruck davon. Der wirkte eher dramatisch als spannend und auch sehr actiongeladen und klar sind wir auch ein bisschen dahingehend voreingenommen, da es ja ein Remake ist von einem Film, der erst vor 3 Jahren erschienen ist, deswegen ist natürlich so ein bisschen die Frage, warum. Wir werden uns den trotzdem anschauen und gucken, wie der ist, aber was man schon in Reviews gehört hat, ist, dass eben das Remake das Spielprinzip, das ja The Guild die so ausmacht, bricht. Und zwar gibt es wohl 2 Szenen, die außerhalb dieser Notrufzentrale stattfinden. Ob die jetzt Realität oder nur in der Vorstellung sind, ist nicht klar, aber trotzdem gibt es anscheinend 2 Einstellungen oder 2 Szenen, die außerhalb dieser Zentrale sind, was ja genau das, sag ich mal, jetzt kaputt machen würde, was The Guild die so schön aufrechterhält. Oder kaputt machen kann. Oder kaputt Wir wissen es kann. Nicht. Wir wissen es nicht. Aber wir sind auf jeden Fall gespannt. Ja. Ich kann an dieser Stelle auf jeden Fall empfehlen, sich den Originalfilm zuerst anzuschauen. Also klar, wenn man das Ende schon kennt, ist der Witz natürlich ziemlich weg. Die Spannung ist nicht mehr da. Ja. Und davon lebt dieser Film. Und deshalb hier für uns nochmal die letzte Möglichkeit sozusagen, bevor der zweite Film, The Guilty, am 1. Oktober auf Netflix erscheint, hier nochmal so ein bisschen dafür die Trommel zu rühren. Schaut euch den Film an, der ist echt super. Auf jeden Fall, auch wenn Jake Gyllenhaal in dem Remake mitspielt. Kommen wir zu Film Nummer 2, zu Dogville. Ein Film von Lars von Trier, der in vielerlei Hinsicht ein sehr experimenteller und exzentrischer Film ist, auch im Hinblick auf seine Location. Dogville spielt in Dogville, in einem kleinen Dorf in den Rocky Mountains während der großen Depression. Gedreht ist das Ganze in einer Halle in Schweden und auf den Hallenboden haben sie den Grundriss dieses Dorfes Dogville mit Kreide aufgemalt und es gibt keine Wände, keine Türen oder kaum Türen. Es gibt kaum Requisiten und das Ganze ist komplett offen wie eine Theaterbühne und an den Rändern verliert sich das Set in eine Lichtschranke aus abwechselnd schwarzem und weißem Licht, was den Unterschied zwischen Tag und Nacht symbolisiert. Genau in diesem besagten Dorf lebt eben Tom. Tom wird gespielt von Paul Bettany, die meisten wahrscheinlich aus der Rolle des Vision aus dem MCU kennen, der eben der kluge, gebildete Sohn des Arztes ist, des Dorfes. Und er hat ein Ziel, und zwar möchte er die Menschen des Dorfes von Dogville zum Besseren leiten.
Und dann kommt eben eines Tages die junge und wunderschöne und offenbar auch verfolgte Grace in das Dorf. Sie wird gespielt von Nicole Kidman, in der er eben genau die Illustration erkennt, die er für sein Ziel braucht. Auch zu ihrem Besseren überredet er dann Grace eben zu bleiben und sich von ihren Verfolgern zu verstecken und bittet dann die mehr als skeptischen Dorfbewohner, sie eben aufzunehmen. Aufmerksam verfolgt Tom also die Dynamik der Gruppe von Grace und den Dorfbewohnern, in die er sich immer wieder mit guten Ratschlägen manipulierend eingreift. Dogville ist 2003 erschienen und der erste Teil von Triers USA-Trilogie, die er 2005 mit Mandalay weitergeführt hat und die bis heute immer noch unabgeschlossen bleibt. Der eigentlich 2009 geplante Film Washington fehlt immer noch und steht also noch aus. Die Drehbücher zu Dogville und auch zu Mandalay hat von Trier übrigens selbst geschrieben. Dogville hat eine Länge von 170 Minuten, also circa, was sehr lang ist, und ist aufgeteilt in 9 Kapitel. Und was bei dem Film eben sehr auffällt, ist eben, dass er wirklich aufgebaut ist wie ein Theaterstück, was natürlich auch an dem Set liegt, was einfach aussieht wie ein Bühnenbild aus dem Theaterstück. Und auch das Spiel ist an Brechts Theater angelehnt und inspiriert und findet eben auch ganz oft Referenzen. Das eben kombiniert mit spannenden Kameraführungen aus Steadicams und Handkameras. Da gibt es sehr schöne und sehr eindrucksvolle Perspektiven, die ständig eben die sichtbare Dorfgemeinschaft unkonventionell in Szene setzen. Und hier ein kleiner Fun-Fact zu den Perspektiven. Es gibt mehrmals diese schöne Vogelperspektive auf eben Dogville, auf das gesamte Dogville. Und da hat die Deckenhöhe der Halle nicht ganz gereicht, dass man eben das ganze Set drauf hatte. Deswegen haben sie mehrere Kameras platziert. Oh Gott. Mehrere Kameras an der Hallendecke platziert, haben eben Stücke oder Teile von dem Set gefilmt und haben das dann letztlich zusammen zu einem großen Bild zusammengepuzzelt, weswegen eben dieses riesengroße, schöne Bild entsteht, wo man ganz Dogville von oben sieht. Die Montagen der einzelnen Shots sind sehr aufgefallen, wo eben die Kontinuität dem nicht alles geopfert wird, sprich es sind auch ein paar Kontinuitätsfehler, die aber nicht zwangsläufig Fehler sind. Da ist jetzt die Frage, ob das gewollt oder nicht gewollt ist. Nichtsdestotrotz passt auf jeden Fall gut in den Film rein, zu der ganzen Atmosphäre und gibt ihm irgendwie auch noch was Künstlerisches, was wie gesagt auf jeden Fall zu diesem ganzen wirren und irgendwie bedrohlichen Szenario irgendwie passt. Deswegen. Ja, also irgendwie so. Zu Beginn kommt es einem tatsächlich, also war mir so erst noch vor wie ein Fehler und später dann eigentlich wie so eine Kompromisslosigkeit, ja, die wirklich nur darauf setzt, dass die Gefühlslinie fortgeführt wird und nicht, ob der Protagonist jetzt eine Mütze auf hat oder ob sie ihren Kopf aufs Kissen oder auf sein Bein abgelegt hat. Das ist überhaupt nicht wichtig. Es geht um das, was die da gerade verhandeln und das. Ja. Ja, finde ich ein spannendes Element, so, was sich Kino nicht traut, normal. Ja. Das fand ich toll. Dogville ist nicht kurzweilig und auch nicht die leichte Zerstreuung, die man vielleicht an einem Freitagabend so sucht. Das ist eher was für einen Sonntagnachmittag. Aber es hat tatsächlich in mir das angesprochen, was mich an meinem Lieblings-Tarantino Hateful Eight total begeistert hat, was ich seitdem in anderen Filmen gesucht habe. Ja, einfach die verschiedenen Leute so nacheinander in den Fokus kommen zu lassen, das ist in Dogville auch so. Plus eben dann noch diese super tolle Kameraführung, diese tolle Montage und einfach diese ganz eigenartige und teilweise auch erstmal gewöhnungsbedürftige Erzählweise, bei der es sich auf jeden Fall lohnt, sich da reinzudenken. Also es ist ein toller Film. Sehr einzigartig, also hat man noch nicht so oft so gesehen. Nee, da haben die sich was getraut. So. Kommen wir nun zu einem weiteren Film, der sich was getraut hat, und zwar zu unserem letzten, dritten Film, und das ist nämlich No Turning Back. Protagonist von No Turning Back und auch als einziger vor der Kamera zu sehen, ist Ivan Locke, gespielt von Tom Hardy. Handlungsort ist sein Auto, mit dem er von Birmingham nach London unterwegs ist. Eigentlich ist Ivan Bauleiter einer Großbaustelle und erwartet am kommenden Morgen eine logistisch komplexe Lieferung Beton, bei der er eigentlich auch nicht fehlen darf. Und eigentlich wartet auch gerade seine Frau mit den beiden Söhnen zu Hause mit Würstchen und Trikot und möchte gerne das Spiel sehen, was an dem Abend läuft. Aber Ivan ist auf dem Weg nach London. Und die Gründe und die Konsequenzen dafür, die erfährt man in zahlreichen Telefongesprächen und Selbstgesprächen, die Ivan auf der Fahrt nach London führt. No Turning Back ist eine britisch-amerikanische Produktion unter der Regie von Steven Knight, den wahrscheinlich die meisten von euch von Peaky Blinders kennen. Also nicht als Schauspieler, sondern als Macher. Und der Film ist am 19. Juni 2014 in Deutschland herausgekommen.
Was Steven Knight in dem Film sehr wichtig war, ist, dass alle Szenen im Auto echt sind. Nicht im Vergleich zu den meisten anderen Filmen, die eben Autoszenen haben, wo das dann mit Greenscreen oder mit Stunt-Dubeln oder keine Ahnung gemacht ist, sondern er wollte alle Szenen in echt machen mit dem Schauspieler im Auto und somit hat er am Ende 30 Stunden Rohmaterial, die eben in 6 Drehnächten aufgenommen wurden. Der Film spielt in der Nacht und alle Szenen wurden auch in der Nacht aufgenommen. Sie haben also die ganze Nacht immer durchgedreht. Und bei den Dreharbeiten saß eben Tom Hardy wirklich in dem Auto. Allerdings ist er nicht selbst gefahren, sondern hat nur so getan. Denn das Auto stand auf so einer Art Abschleppwagen, wo eben das Auto da drauf stand. Und das Auto hat sich halt wirklich über die Autobahn bewegt, war eben auf diesem Abschleppwagen. Und da waren Kameras eben auf das Auto gerichtet. Und auch im Auto waren wohl 3 Kameras, die ihn dann gefilmt haben. Und so ist dann halt der Film entstanden. Der Clou bei der Sache ist, dass er die ganze Zeit Telefonate hat von eben den Leuten, mit denen er eben halt telefoniert. Und da haben sie auch was Schlaues ausgedacht. Und zwar haben da der Supporting Cast, eben der unter anderem bestehend aus Olivia Colman, Andrew Scott und Tom Holland, die haben in einem angemieteten Konferenzraum gechillt, kann man mal sagen, die ganze Nacht und waren dort durchgehend bereit, mit Tom Hardy im Auto zu telefonieren und eben dann ihren Text zu spielen. Da war Steven Knight auch wichtig, dass sie ein bisschen mit Sachen interagieren können um sie herum, dass man auch hört, wo sie sich gerade aufhalten, mit was sie gerade interagieren, ob sie jetzt beispielsweise auf den Schrank hauen oder was auch immer, irgendwas machen halt. Und deswegen hatten Würstchen essen. Und deswegen hatten sie eben auch in diesem Konferenzraum mehrere Requisiten, mit denen sie dann spielen konnten. Also eine sehr interessante Machart, die ich sehr cool fand, als ich es rausgefunden habe, dass eben alles so echt gemacht wurde, dass wirklich dann Tom Hardy im Auto saß und wirklich telefoniert hat. Ja. Aber hat er wohl noch so ein Ear-Ding drin, also ein Ohrstöpsel, durch er gehört hat. Also er hat nicht über das Autotelefon gesprochen. Ein Aufwand, der sich auf jeden Fall gelohnt hat. Wir haben nämlich in Originalsprache geguckt und dann auch in die Synchronfassung mal reingehört. Ja. Und die hat uns nicht so überzeugt. Es hat sich nicht so lebendig angehört. Ja. Kann natürlich auch leicht passieren, wenn dafür jetzt nicht so das große Budget ausgegeben werden kann. Wir wollen jetzt hier nicht die deutsche Synchronarbeit bashen, die ist ziemlich gut. Es war einfach so, dass man eben diesen speziellen Ansatz mit den Requisiten, mit dem Live-Anrufen halt wirklich gemerkt hat. Auf jeden Fall. Total gelohnt. Vielleicht mal kurz zur Cinematography von dem Film. Da war nämlich der Cinematographer Harris Zambalukis verantwortlich, der eben wirklich mit sehr wenig sehr viel gemacht hat. Er hatte ja nicht einen Raum oder so, sondern hatte wirklich nur ein Auto. Und da muss man natürlich dann schon sehr kreativ werden mit Kameraeinstellungen und so weiter. Und das hat er auf jeden Fall sehr gut gemacht. Da gab es viele schöne Ideen. Ihm hat er auch viel schön mit dem Licht gearbeitet, auch mit diesen vorbeiziehenden Straßenlaternen von dieser Autobahn. Gab es sehr schöne Bilder, die einfach schön anzusehen waren. Und es wurde auf jeden Fall, was die Bilder anging, nie langweilig. Bei No Turning Back, anders als bei The Guilty, die spielen ja beide mit diesem Telefon als Vorantreiber ihrer Story. Aber ich hatte eben nicht das Gefühl, dass ich die ganze Zeit auf die nächste Info und auf den nächsten Plot-Twist warte und den halt auch kaum erwarten kann. Ich hatte das Gefühl, diese Infos kommen schon. Ich konnte ganz entspannt zuschauen und mich auf die Emotionen einlassen und mitfühlen mit dieser Lage, in die Tom Hardy da gerät. Und ja, das fand ich, war einfach eine ganz andere Art von Spannung. Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass der Regisseur auch irgendwie den Film eine mehr oder weniger ein ordinäres Drama genannt hat. Also wirklich so ein bisschen so eine alltägliche Situation mit, sag ich mal, in Anführungszeichen, normalen Menschen. Und dann halt da so eine schöne, sag ich mal, eine echtes Drama. Ein bisschen spannender war dann natürlich The Guilty, wo man wirklich ein Prinzip eine ständige, ja nicht spannend. Nervenaufreibender würde ich das mal nennen. So. Und wo man halt wirklich so eine ständige Angst hatte, dass die Gespräche eben abreißen. Also mit den Leuten, mit denen telefoniert, dass sie jetzt aufleben oder irgendwas passiert. Und bei No Turning Back war es eben ein bisschen anders halt, aber auch sehr schön. Und da hat auch der Protagonist Tom Hardy im Prinzip durchgehend gesprochen. Es waren sehr wenige Momente der Stille, was The Guilty wiederum halt auch oft genutzt hat, dass man auch wirklich mal nichts, wenn man keinen Dialog gehört hat, sondern nur eben so die Stille aushalten musste, was auch sehr schön war. Aber natürlich liegt es jetzt nahe, beide Filme zu vergleichen, aber was natürlich sehr unnötig ist, weil es sind zwei sehr unterschiedliche Filme mit sehr unterschiedlichen Herangehensweisen. Und deswegen, schlussendlich ist es bei jedem Film Geschmackssache. Und beide Filme sind auf jeden Fall sehr sehenswert und wir legen euch die nur ans Herz. Dann kommen wir mal zum Schluss, würde ich sagen. Wir finden, dass das alles 3 ganz tolle Beispiele sind für eben die freiwillige Limitation zur One Location. Ja. Und hoffen, dass wir jetzt dem einen oder anderen Lust machen konnten auf ein oder vielleicht auch mehrere von diesen tollen Filmen. Auf jeden Fall. Und ja, damit sind wir
am Ende unserer Folge. Genau, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und da auch gleich die Frage, was sind eure Lieblingsfilme, wo RegisseurInnen nur eine Location für den Film benutzt haben? Also welche sind eure Lieblingsfilme mit nur einem Ort, der nur an einem Ort spielt? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ebenfalls Wünsche, Anregungen, alles Mögliche, was euch einfällt, was ihr sehen wollt. Gerne. Wie steht ihr zum Remake vielleicht? Auf jeden Fall. Wie findet ihr das überhaupt, diese Art von Remakes? Was ist denn jetzt los? Genau, wie steht ihr dazu? Ab wie vielen Jahren Altersunterschied ist ein Remake angebracht? Ja. Was ist eure Meinung? Genau, unten rein. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.